Leute, ich bin Stefan. Heute bin ich mit Ethiopian Airlines im Dreamliner unterwegs. Das hier ist der kleinere Dreamliner, der 787-8er, das heißt die kürzere Variante. Für mich geht es heute von Oslo über Stockholm nach Addis Ababa. Wie du schon sehen kannst, die Kabine ist relativ klein in der Business Class. Es gibt 4 Reihen mit einer 2-2-2er Bestuhlung. Und für mich finde ich den besten Platz in der ersten Reihe. Du hast einen etwas längeren Bereich für deine Füße und du hast auch hier mehr Ablagefläche. Nicht nur schon hier unten hast du mehr Ablagefläche und natürlich auch für deine Füße. Ja, und das war es eigentlich schon. Natürlich sind alle Sitze hier ganz gut. Was ich aber sagen muss, die Sitze sind nicht so bequem wie die in der 777. An Bord geht relativ früh los. Du kommst in Oslo an Bord, bekommst den Champagner und das heiße Tuch. Mehr aber erstmal nicht, denn dann geht es erstmal nach Stockholm. Dort kommen neue Gäste dazu und erst dann beginnt der richtige Service. In Stockholm wird das Flugzeug ganz neu bestückt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen wir jetzt hier auch keine Snacks bekommen haben. Es gab nichts außer Champagner auf dem Flug nach Stockholm. Na, hoffentlich wird jetzt das Flugzeug richtig vollgeladen. Des zweiten Fluges gibt es dann natürlich auch nochmal Champagner und sogar eine Kleinigkeit als Snack, leider keine warmen Nüsse. Hier gibt es ja ein rundes Gebäck. Ich kann es noch nicht wirklich verifizieren. Keine Ahnung. Und jetzt mal ein kleiner Test, ob denn die Sitze hier wirklich 180 Grad haben. Sieht gut aus. So, tatsächlich 180 Grad. Natürlich hier auf der Kopfablagefläche ist ein bisschen höher, ist ja eigentlich überall so. Aber es ist eine gerade Fläche zum Liegen. Du hast links und rechts genügend Platz zum Liegen und du kannst hier diese Armlehne auch hoch und runter machen. Somit hast du noch mehr Freiheit. Übrigens würde ich dir empfehlen, die vordere Reihe zu nehmen, also die Reihe 1. Du hast hier doch mehr Platz. Ich switche ja mal zwischen Reihe 1 und Reihe 2. Reihe 1 hat mehr Platz vorne für die Füße. Der Ottoman geht weiter rein in den Vordersitz bzw. in diesen Anbau. Das hast du bei der Reihe 2, 3 und 4 nicht. Da hast du wesentlich weniger Platz für deine Füße. Also, wenn du die Wahl hast zwischen den Sitzen, dann nimm auf jeden Fall die Reihe 1. Okay, beim Service muss Ethiopian Airlines ein bisschen nachlegen, ein bisschen, denke ich mal, ein bisschen besser werden, denn du hast hier keine Menükarte.
Okay, das Essen sieht bis jetzt ganz gut aus. Ist ja die Vorspeise mit einem sehr frischen Salat und einmal ein bisschen Lachs. Aber du wirst direkt nach dem Start nach deiner Wahl gefragt, ohne Karte, ob du einfach nur Rindfleisch möchtest, ob du Chicken möchtest, ob du Fisch willst oder ob du Pasta willst. Was genau durch erwartet, habe ich keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal Rindfleisch gewählt und bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Und das ist mein Hauptgericht. Ich habe ja Beef bestellt, ich bekomme auch ein Steak dafür und einen kleinen Kartoffelauflauf und ein paar Tomaten dazu. Für ein Flugzeugessen, also ein Steak im Flugzeug, ist es gar nicht mal so schlecht. Es ist nicht zäh, aber gut, es könnte ein wenig rosa innen sein, muss es aber nicht. Seins ist leider nicht so gut, sagt er. War dann gar keiner mehr da. Und was ich noch nicht so gut finde, ist, hier für 24 Leute gibt es nur einen Waschraum. Das heißt, gleich ist lange Anstehen angesagt. Ich sehe schon die Schlange. Und das ist noch ein großer negativer Punkt hier. Aber ansonsten bin ich von dem Essen doch recht überrascht gewesen. Es war gut. Und die Sitze ebenfalls. Also ich konnte ein gutes kleines Nickerchen halten. Ja, wenn dir mein Video hier mit Ethiopian Airlines gefallen hat in der Business Class, drück den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Ich habe noch ein paar andere Flight Reports in petto. Schau vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.